Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Vato Gaming. Und wir haben gleich ein großes Chest Opening in Clash Royale. Da öffnen wir gleich die Challenger 1 Chest. Und dann nehme ich mal 51 Mini-Packers. 11 Golems, so nice. Ist schon auf dem Weg zu Level 6. Brauchen wir noch 39 Karten. Dann nehme ich den Eismagier anstatt die Prinzessin. Da er, glaube ich, ein bisschen stärker ist. Ich meine, der wurde ja kürzlich gebufft, dass er kann jetzt die Skelette auch wieder one-shotten. Dann öffnen wir noch schnell, was war das gerade? Goldruhe? Klantruhe? Ich weiß es nicht. Ne, Klantruhe, oder? Ja. Okay, jetzt öffnen wir die Kronentruhe. Ja, ein Riesenskelett, ansonsten nichts Spektakuläres, aber jetzt öffnen wir beiden Quests. Achso, stimmt, da habe ich gerade eine Quest geschafft. Und jetzt öffne ich die Legendary King's Chest. Ja. 4200 Gold. Krass. 4 Grabsteine natürlich. Als Zauber benutzt. Man, eh fast nicht. Außer bei 3 Muskies. Aber da habe ich mir 11 Mega Minion geholt. Dann 21 mal den Eisgolem. 34 mal Kampfholz. Damit geht es auf Level 8. Dann 256 mal die Lakis. Jetzt oh ja, 23 Golems. Nice, da haben wir gerade richtig viel Glück gehabt in dieser Kiste. Und von den Legis können wir uns natürlich von zwei aussuchen, was es war. Holzfäller oder Grabstein? Ich glaube, ich habe Holzfäller. Ja, genau. Holzfäller. Ja, das ist ziemlich krasse Truhe. Und das hatten wir bei den Quests. Und jetzt haben wir bei den Quests gleich eine Legi-Chest. Also krass, wie viel Glück wir bei den Quests haben. Bei dem Dasmo-Account. Dann gab es diese Special Offers. Da habe ich mir die Super Medical-Chest nochmal geholt. 55 Skelettballons. 29 Heilzauber. 550 Bomber. 7 Giant Skeletons. 130 Seppis. 20 mal Hunter, das ist auch ganz schön nice, weil er gerade rausgekommen ist. Das heißt, er ist jetzt schon auf Level 4. Und noch das Kampfholz. Ja, Level 2 Kampfholz, 60 sehen. Damit können wir einen Level 3 Princess one-shotten. Ist schon mal gut. Dann noch hatten wir noch eine Epic Chest im Shop. Einmal Prinz, einmal X-Bogen. Okay, sieht nicht so gut aus. Nee, 4 Mirrors. Aber 14 Ballons, schon besser. So. Dann hatten wir. Ah ja, okay, dann haben wir den Hog Rider auf Level 8 gemacht. Ja. Ja, Challenger 1 mit Hog Rider Level 7 mit diesem Deck. Ja, war schwierig. Dann haben wir noch dieses Electro Valley Paket gekauft. Mit einer Legi Chest. Und es war da Inferno Dragon drin. Und wir haben jetzt knapp 5000 Juwelen. Und wie viel Gold war das? Nachdem wir das geöffnet haben. Ja, 300.000. Das ist so krass, so viel. Also im nächsten Opening erwartet dann euch eine Super Magical Chest, Giant Chest und eine Legi Chest. Nee, die Legi Chest habe ich jetzt geöffnet. Ja, das war die Quest Chest. Ja, Graveyard. Krass. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Unboxing-Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und ciao.